Es ist Sonntagmorgen und ihr steht auf dem Sportplatz. Aber so richtig möchte das Koordinationssystem eures Körpers noch nicht funktionieren? War es vielleicht der wenige Schlaf, eine zu kurze Vorbereitung oder doch die durchzechte letzte Nacht? Naja, aufrappeln, losstampfen, irgendwie gegen den Ball treten und die Gegenspieler aus dem Weg räumen. Genau so fühlt sich Party Animals an. Der chaotische Party-Brawler möchte mit vielen süßen Tierchen überzeugen, die sich mit Pömpel, Baseballschläger und Lolli fleißig aufs Fressbrett hauen. Wie viel Party wirklich drinsteckt, haben wir uns angeschaut. Party Animals trieb schon einige Jahre auf den verschiedensten Streaming-Plattformen sein Unwesen. 2020 wurde das Spiel erstmals vorgestellt und ging auf Twitch direkt durch die Decke. Trotzdem hat es weitere 3 Jahre gedauert, bis es nach mehreren Testphasen nun auch für alle in die Startlöcher ging. Was das Spiel von den zig anderen Partyspielen mit absurder Physik unterscheidet? Naja, erstmal gar nicht so viel. Auf den ersten Blick kommen da direkt Vergleiche zu Gangbeasts oder Fall Guys in den Kopf. Party Animals sticht aber mit zahlreichen, putzig animierten Tierchen hervor. Obendrein können alle in noch süßere und witzigere Kostüme gesteckt werden. Bevor wir unser Lieblingstier auswählen dürfen, starten wir aber zunächst mit Nemo dem Corgi in das Tutorial. Wir lernen anhand des schnuffligen Vierbeiners die grundlegenden Bewegungsabläufe und begegnen direkt der aberwitzigen Physik. Die Bewegungen lassen sich wohl am besten mit einem Betrunkenen auf Rollschuhen beschreiben. Das Prinzip kennen wir ziemlich gut aus ähnlichen Spielen wie Human Fall Flat oder eben Gangbeasts. So unkoordiniert die Bewegungen auch zu sein scheinen, sind sie mit etwas Übung doch gut koordinierbar. Anders sieht es aus, wenn es um Sprünge, Schläge und Griffe geht. Da gilt das Motto, auf gut Glück einfach in die Masse kloppen. Wenn der Schlag richtig sitzt, geht der Gegner zu Boden und kann von uns für einen kurzen Moment durch die Gegend getragen werden, bis er wieder zu sich kommt. Treffen wir nicht, sieht's halt einfach albern aus. Sprünge und Griffe sind wie eine höhere Macht, auf die wir keinen richtigen Einfluss haben. Da wo der Arm gerade ist, da wird dann eben halt auch gegriffen. Da man die Arme selbst aber nicht steuern kann, greifen wir gerne mal die falschen Objekte. Ist das Tutorial geschafft, können wir uns endlich in die Kämpfe gegen andere Spieler stürzen. Zum einen gibt es hier den Online-Modus, um mit Spielern aus aller Welt zu matchen. Alternativ kann man auch private Sessions erstellen und mit Freunden gegen oder mit Bots spielen. Ein lokaler Multiplayer mit Splitscreen ist auch möglich, wenn auch ziemlich versteckt. In unserem Test am PC musste erstmal eine Session erstellt werden, erst dann durfte der nächste Controller angeschlossen werden und dann konnten die Mitspieler beitreten. Etwas umständlich, aber immerhin steht die Funktion zur Verfügung. Danach steht dem Splitscreen-Chaos aber nichts mehr im Weg. Los geht's! Bis ein Online-Spiel gefunden ist, dauert es nur wenige Sekunden. Wenn es doch mal länger dauert, wird man mit Bots in einem Topf geworfen, aber das passiert wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen. Aus bis zu 30 Charakteren kann dann ausgewählt werden. Die Tierchen sind bis ins kleinste Detail wunderbar designt und kommen mit freischaltbaren Skins daher. Die werden zwar im spieleigenen Shop erworben, das klingt zunächst aber drastischer als es ist. In Party Animals gibt es 2 Arten von Währungen, Nemo-Bucks und Cookies. Die Cookies erspielen wir uns im Laufe des Spiels. Die Nemo-Bucks müssen durch Echtgeld erworben werden. Tatsächlich können aber 70% der Items allein mit den Cookies freigeschaltet werden. Zwar wären 100% natürlich schöner, aber im Vergleich mit anderen Spielen muss man die 70% wohl positiv hervorheben. Zumal wir durch bloßes Spielen auch Bugs freischalten können. Trotzdem können die restlichen Skins nur im Lootbox-System aus einem Automaten gezogen werden und das ist echt schade. Die putzigen Skins, die von Darth Vader bis Garfield im Morgenmantel reichen, sind aber natürlich nur kosmetischer Natur. Im Spiel selbst verhalten sie sich genauso bescheuert wie alle anderen. Nun aber ab ins Getümmel. Wir stimmen mit dem Rest der Lobby ab, auf welche Map es gehen soll und dann geht die Party ab. Grundsätzlich bietet Party Animals 3 verschiedene Spielmodi. Last Stand und Team Score, beide mit jeweils 9 verschiedenen Maps, und Arcade. In Last Stand steckt exakt das drin, was der Name halt verspricht. Wir prügeln uns mit den 7 anderen Spielern und wer mit seinem Teamkameraden am längsten überlebt, hat am Ende gewonnen. Gespielt wird in mehreren Runden, damit sich jedes Team beweisen darf. Um sich seinen Platz an der Sonne zu sichern, darf man die Gegner verprügeln, durch die Gegend zerren oder von der Map werfen. Aber Achtung, wegen der wobbeligen Steuerung ist das kniffliger als es klingt, zumal sich die Gegner auch wehren können. Hin und wieder findet man im Spiel auch Zubehör, das im Kampf eingesetzt werden kann, darunter zum Beispiel Pömpel, Baseballschläger oder Armbrüste. Ob man damit aber wirklich effektiver die Gegner aus dem Weg schlägt, sei mal dahingestellt. Dennoch hier zeigt sich, die Spielphysik ist unberechenbar.
Segnen wir doch einmal das Zeitliche, können wir von außen verschiedene Gegenstände wie Bananen, Bomben oder Fische auf die übrigen Teilnehmer werfen und unseren Teamkameraden aus dem Jenseits unterstützen. Bei TeamScore geht's da etwas geordneter zu. Zumindest, wenn man das so bezeichnen möchte. Zwei Teams treten in einem Spiel gegeneinander an, bei dem es darum geht, möglichst viele Punkte zu sammeln. Darunter Klassiker wie Fußball, Football oder Hockey, nur eben mit einem Kniff. Große Fußballstars werden aus unseren Tierchen nicht mehr. Lange halten können sie die Bälle nämlich nicht, Pässe werden eher hoffnungsvoll in eine Richtung geschleudert und Fouls gibt's natürlich nicht. Tatsächlich haben uns genau diese Spielchen beim Test aber am meisten Spaß bereitet. Aber auch die Karte Into the Game hat uns sehr gefallen. Hier treten zwei Teams in einem Arcade-Wettstreit gegeneinander an. Jedes Team hat einen Automaten, den es zu erobern und verteidigen gilt. Stellt sich jetzt ein Spieler an den Arcade, öffnet sich ein Spiel im Spiel und wir müssen in einem 2D-Pixel-Art-Minigame Münzen und Edelsteine für das Team sammeln. Werden wir dabei verdroschen, können wir nicht mehr weiterspielen und müssen uns entweder den Platz zurückerkämpfen oder eben den Gegner plump verprügeln. Ja, wichtig ist aber nur, dass man da auch am richtigen Automaten steht, denn in unserem Test haben wir in der ersten Runde dem Gegner zum Sieg verholfen, weil wir auf der falschen Seite standen. Zwar haben die Team-Apps viel Spaß gemacht, aber wenn beide Mannschaften besonders schlecht oder besonders gut sind, ziehen sich die Partien sehr in die Länge. Ein Timer läuft nämlich nicht ab. Wenn wir Last Stand und TeamScore vereinen, bekommen wir den dritten Spielmodus. Arcade ist tatsächlich nichts anderes als eine große Klopperei zweier Teams à vier Spielern. Items tauchen hier zwar nicht auf, dafür kann aber die Umgebung genutzt werden. In einer Bar liegen etwa Krüge herum, mit denen den Gegenspielern auf den Deckel gegeben werden kann. Gewonnen hat, wer als erstes eine bestimmte Anzahl von Gegnern eliminiert hat oder in Führung liegt, wenn der Timer abgelaufen ist. Ganz egal, welcher Modus gespielt wird, am Ende wartet ein Erinnerungsfoto, das heruntergeladen werden kann. Aber wie es natürlich bei Fotoshootings immer so ist, möchte jeder in der ersten Reihe stehen und darum geht auch hier die Klopperei weiter. Entsprechend kommen nach jeder Partie einmalige, meist witzige Andenken heraus. Obwohl Party Animals zur gemeinschaftlichen Prügelei einlädt, waren am Ende die Spiele, in denen sich am wenigsten die Pelznase gebügelt wurde, unsere Favoriten. Wenn wir fünf herauspicken müssten, ist lediglich Black Hole Lab der einzige Vertreter des Last Stand Prügelmodus. Hier geht es darum, einander aus der Map zu werfen. Dafür befindet sich in der Mitte des Sci-Fi-Labors ein großes Loch. Also, Gegner greifen, hochheben und in bester Wrestling-Manier wegwerfen. Regelmäßig entsteht über diese Öffnung jedoch ein schwarzes Loch und versucht alles um sich herum einzusaugen. Um nicht in Mitleidenschaft gezogen zu werden, gilt es nun, sich an schweren Objekten festzuhalten, um möglichst weit außen zu bleiben. Das Großartige an der Karte, nichts fühlt sich so gut, so mächtig, so erhaben an, wie den Gegner über die Reling zu werfen. Und wenn das dann auch noch der eigene Freund ist, umso besser. Unsere Highlights waren aber die erwähnten Teamspiele, die auch aus anderen Bereichen bekannt sind. Sportspiele versteht jeder und wenn sich dabei noch gegenseitig das Gesicht deformiert wird, ist es doch umso schöner. Egal ob gemeinsam in einem Team oder gegeneinander gespielt wird, der Sportsgeist ist geweckt. Selbst einige Kollegen, die beim Spielen zugeschaut haben, haben sofort mitgefiebert und jede Aktion bejubelt. Ein weiter Pass in den Lauf, ein, zwei Gegenspieler mit einer Finte ausgenommen und da ist der Punkt. Party Animals wäre natürlich nicht Party Animals, wenn die Spiele nicht auch in einem einzigen Chaos enden würden und kleine Kniffe eingebaut wären. Mit dem gigantischen Puck im Hockey kann man nicht nur Tore erzielen, sondern auch die Gegenspieler ausnocken. Die Torhüter bekommen zudem ein Schild, das ist sicherlich total nützlich, um den Puck abzuwehren, naja, oder eben um den anderen Spielern eine drüber zu ziehen. Aber auch außerhalb des bekannten Sports machen die Teamspiele viel Spaß. In Trebuchet gilt es, Bomben von einer Seite eines Flusses auf die andere Seite zu werfen. Die Gegner, die sich dort befinden, versuchen natürlich das Gleiche. Um das zu schaffen, hat jede Mannschaft einen Schleuder, mit der die Sprengladungen auf die andere Seite befördert werden. Alternativ kann man aber auch einfach seine Mitspieler rüberwerfen, damit die für etwas Stunk sorgen können. Erfahrungsgemäß arten die Runden dann immer darin aus, dass sich alle nur in den Fluss werfen, statt zu bombardieren. Herrlich! Wer jetzt richtig Bock auf das Spiel bekommen hat, darf sich auf ein Levelsystem mit 100 Stufen im Battle Pass Prinzip freuen. Dieser muss nicht extra erworben werden, sondern ist direkter Bestandteil des Spiels. Darin kann man Skins, Cookies, Nemo Bugs und 15 Lootboxen freischalten. Wer sich als PC-Spieler auch gerne mal entspannt auf dem Sofa in die Schlacht stürzen möchte, kann das problemlos mit dem Steam Deck machen. Zwar wird das Spiel als nicht optimiert angezeigt, jedoch ist die Controllersteuerung wunderbar umgesetzt und auch das Spiel selbst läuft ohne Probleme auf dem Handheld.
Party Animals überzeugt mit einem wunderschönen Artstyle, putzigen Tierchen und witzigen Spielen, die man mit Freunden genießen kann. Die gewollt wobbelige Physik ist großartig und sorgt dafür, dass allein das Beobachten der aberwitzigen Bewegungen Spaß macht. Gleichzeitig erfindet das Spiel aber das Rad nicht neu. Die meisten Spiele sind nett, wenn man sie zum ersten Mal spielt, verlieren dann aber schnell ihren Reiz. Für ausgiebige Gaming-Sessions ist es also, trotz umfangreichen Levelsystems, nicht geeignet. Es geht in Party Animals darum, gemeinsamen Spaß und keinen kompetitiven Wettbewerb zu haben. An einem geselligen Abend ist das ein super Spiel für zwischendurch. Da werden dann ein paar Runden gespielt und dann reicht's aber auch wieder. Aber es macht einfach großen Spaß, sich mal so von Angesicht zu Angesicht den Kiefer zu richten.